Ja, hallo und willkommen, beziehungsweise auch Vitam, hier aus Gdansk, also aus Danzig. Mein Name ist Franek, ich bin Auswanderer und ich begrüße euch auf meinem YouTube-Kanal von Auswanderer nach Polen. Um was es geht, seht ihr dann auch gleich nach meinem kurzen Intro, also bleibt dran. Willkommen oder auch willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal von Auswander nach Polen. Ja, bevor ich euch sage, was sich dieses Video handelt, möchte ich euch einmal zeigen, wie es hier auf so einem kleinen Spielplatz fast direkt vor unserer Haustür aussieht. Ja, und achtet mal drauf, wie sauber es doch hier alles ist. Ja, also kein Vergleich zu Deutschland. Ich zeige euch mal ganz kurz einen Rundumblick. Ja, von dem Spielplatz vor uns raus hier. Ja, das hier ist dann also auch der Spielplatz. Und wie ihr seht, keine Zigarettenkippen auf dem Boden, kein Müll auf dem Boden. Ja, alles für die Kinder. Hier sind einige Bänke. Sind auch Aschenbecher vorhanden. Hinten sehen wir noch eine Rutsche. Ja, dann haben wir noch eine Schaufel. Hier vorne haben wir noch Bänke. Ja, da können sich Kinder hinsetzen, können Spiele machen. Ich habe ja auch schon Erwachsenenhunde gesehen gehabt, die haben ja Schach und Karten gespielt. Mit der Thermoskanne Kaffee, Kaffeebecher. Heute ist übrigens ein wunderschöner Tag. Heute ist übrigens ein wunderschöner Tag. Ganz echt. Wir haben derzeit 26 Grad. Wir haben es jetzt, wo ich das wieder aufnehme. Lass mal lügen. 14 Uhr. 14 Uhr und 5 Minuten. So, auch hier ist nochmal ein Gestell. Auch da seht ihr Tische mit kleinen Bänken. Hinten eine Art Krippe. So. Und hier sind auch wieder Tische. Ja. Hier vorne ist die Hauptverkehrsstraße. Ist aber gut abgesichert, dass die Kinder, kleine Kinder, nicht einfach so auf die Straße können und zeitgleich auch einen Lärmschutzwand. Auch hier seht ihr, der Boden ist sauber. Warum? Weil auch hier vorne ein Aschenbecher steht. So, wackelt ein bisschen, aber macht ja nichts. Ne? So, natürlich ist es auch hier schön grün. So. Und genau, da vorne das weiße Gebäude, da drin ist der Jackermarkt. Mein Freund. So, entschuldigt auch bitte, dass die Bilder eben etwas verwackelt waren. Ja, ich weiß nur dran, was liegt. Unruhige Hand. Nee, ich sage einfach, es war windig. Obwohl es gar nicht mal so windig ist. So, genau. Und zwar, das Video dreht sich einfach mal um die Stadt Gdansk. Also Danzig. Und ich möchte euch so ein bisschen erklären und vieles zeigen. Erst einmal via Internet über die wunderschöne Stadt Gdansk. Ja, also bleibt dran. Es geht gleich los. So, und das ist das Haus, wo wir derzeit drinnen wohnen. Wer es bezahlt, ist auch egal. Ob ich, ob meine bessere Hälfte oder jemand anders. Wir haben jedenfalls 2,5 Zimmer. Uns gehört das komplette erste Stockwerk da oben mit Balkon und viele Zimmerchen und Eingang. Ja. Und das Beste ist, wir wohnen sogar allein in dem Haus. Das heißt, wir könnten eigentlich noch ganz oben und ganz oben in den Beschlag nehmen, aber brauchen wir nicht. Wir nehmen den ersten Stock, haben die schönsten Zimmer und die meisten. Ja, und wie es drin aussieht, zum Beispiel Küche, das zeige ich euch dann auch noch. So, dass ich euch das Haus gezeigt habe, das war einmal kurz am Rande. Ja, aber jetzt geht es auch wirklich los. Ich will euch die wunderschöne Stadt, das polnische Venedig oder auch die Stadt der Engel, Gdansk, etwas näher zeigen, erklären. Videos direkt von Gdansk gibt es dann morgen Abend. Also, jetzt geht's auch wirklich los. Vielen Dank, dass auch ihr noch dabei seid. Danzig, auf Polnisch Gdansk, ist eine Hafenstadt an der Ostseeküste Polens. In der Mitte der Rechtsstadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde, stehen die farbenfrohen Häuser des Langen Marktes, in denen heute Läden und Restaurants untergebracht sind.
In der Nähe steht der Neptunbrunnen, ein Symbol der Stadt aus dem 17. Jahrhundert mit einer Bronzestatue des Meeresgottes. Danzig ist auch ein Zentrum des weltweiten Bernsteinhandels. Geschäfte in der ganzen Stadt verkaufen das versteinerte Harz. Informationen über die Stadt Danzig. Gegründet 997 nach Christi. Fläche 683 Quadratkilometern. Bevölkerung 582.205, Stand 2017. Bevölkerung im Großraum 1.080.700. Woiwodschaft Pommern. Danzig ist eine Metropole in der polnischen Woiwodschaft Pommern, deren Hauptstadt sie ist. Die ehemalige Hansestadt ist mit ihren zahlreichen Werften und dem großen Seehafen ein bedeutender Handelsstandort. Mit über 468.000 Einwohnern ist Danzig die sechstbevölkerungsreichste Stadt des Landes. Zusammen mit der industriell geprägten Hafenstadt Gdynia und dem Erholungsort Sopot bildet Danzig das Zentrum der Metropolregion Dreistadt. Im gesamten städtisch geprägten Ballungsraum Danzig leben mehr als 1,2 Millionen Menschen. In den 1980er Jahren war Danzig das Zentrum der oppositionellen antikommunistischen Bewegung, die in der Gewerkschaft Solidarność unter der Führung von Lech Walesa ihren Mittelpunkt fand. Diese spielte eine wichtige Rolle bei der Beendigung der kommunistischen Herrschaft in Polen und beeinflusste den Niedergang der kommunistischen Regime des ganzen Ostblocks bis hin zum Fall der Berliner Mauer und der Auflösung der Sowjetunion. Wichtige Institutionen in Danzig sind die Universität Danzig, die Technische Universität Danzig, das Nationalmuseum, das Gdansk Shakespeare Theater, das Museum des Zweiten Weltkrieges, die Baltische Philharmonie sowie das Europäische Zentrum der Solidarność. Lage. Die kreisfreie Stadt liegt am südlichen Ende der Danziger Bucht am Auslauf des Flusses Modlau und westlich der Weichselmündung in einer hügeligen Landschaft, die von großen Kiefernwäldern umgeben ist. 20 Kilometer nördlich befindet sich die Halbinsel Hel. Die Danziger Altstadt liegt am Fluss Modlau. Im Westen Danzigs liegt die historische Region Kaschubei. Weiterhin ist die Gegend bekannt für das Vorkommen und die Bearbeitung von Bernstein. Nachbargemeinden. Im Nordwesten grenzt Danzig an das Ostseebad Sopot. Zusammen mit der weiter nördlich liegenden Stadt Gdynia bilden diese drei Städte den Ballungsraum Trójmiasto mit knapp 750.000 Einwohnern. Im ganzen Ballungsraum, der Agglomeratza Gdańska, leben etwa 1,25 Millionen Einwohner, einschließlich der Städte Dirschau, Neustadt und Ramel. Im Norden grenzt die Stadt an die Danziger Bucht, im Osten an den Hauptstrom der Weichsel. Hier befinden sich lediglich kleinere Dörfer, die zur Landgemeinde Stegen, Stegna, gehören. Im Süden grenzen die Gemeinden des Danziger Landkreises, Powiat Gdański, an die Stadt, es sind von Ost nach West, Großzünder, Sedri Wielki, die Landgemeinde Praust, die Stadt Praust, wiederum deren eigenständige Landgemeinde und die Landgemeinde Kalbude, Kolbudi. Im Westen grenzt Danzig an die Landgemeinde Zuckau, Zukowo, des Kreises Karthaus, Powiat Kartuski. Klima. Danzig liegt in der gemäßigten Zone im Übergangsbereich zwischen ozeanischem Klima und Kontinentalklima. Hier sind vorwiegend kalte Winter- sowie milde Sommertemperaturen vorzufinden. Der heißesten Monate sind Juli und August, die jeweils eine durchschnittliche Höchsttemperatur von 22,2 Grad Celsius aufweisen. Die niederschlagsreichsten Tage sind ebenfalls im Sommer vorzufinden, was ein Indikator für Kontinentalität ist. Die Gesamtniederschlagsmenge ist mit 569,1 mm pro Jahr recht niedrig. Weitere Information über Danzig. Die freie Stadt Danzig bestand aus den Städten Danzig und Sopot sowie den kleinen Städten Tiegenhof, Praust, Neuteich, Oliwa und Ora, wobei Neuteich und Tiegenhof im Danziger Werder bzw. im Kreis Großes Werder lagen. Die polnische Minderheit besaß eigene Schulen und ein Vereinswesen, wurde aber von der deutschen Bevölkerung oft mit Misstrauen betrachtet und diskriminiert.
Außerdem lebten in Danzig vor 1939 Kaschuben und Russen. Unter den Einwohnern fanden sich auch zahlreiche Juden, die nach 1939 enteignet und deportiert wurden. Danzig hatte in der Zwischenkriegszeit nach einem anfänglichen Aufschwung mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, die durch die Zollgrenzen zum Deutschen Reich, die Weltwirtschaftskrise und den geringen Entwicklungsstand des Danziger Industriesektors bedingt waren. Der Hafen und der Zoll sowie die internationalen Eisenbahnverbindungen, jedoch nicht die Straßenbahn und Kleinbahnen im Freistaatgebiet, waren unter polnische Verwaltung gestellt. Die Republik Polen legte im Danziger Hafen, Westerplatte, ein Munitionslager an und stationierte dort Militär. Des Weiteren war es dem polnischen Staat zwecks Verbindung des Hafengebiets mit Polen erlaubt, eine Post- und Telegrafenverwaltung, das sogenannte polnische Postamt, im Hafengebiet einzurichten. Die problematischen Verhältnisse, die Anlass für viele, unbeachtet gebliebene, Beschwerden der freien Stadt Danzig beim Völkerbund waren, schufen unter der Bevölkerung Ressentiments gegen Polen. Diese Stimmung wurde durch Zuwanderer aus ehemals deutschen, nach dem Wiedererstehen des polnischen Staates an diesen gefallenen Gebieten gefördert. Diese Zuwanderer waren wegen der von Polen ausgeübten Diskriminierung emigriert, 40. Die Wahl zum 5. Volkstag am 28. Mai 1933 ergab eine absolute Mehrheit für die Nationalsozialisten. Am 20. Juni 1933 wurde ein Senat unter Hermann Rauschning gewählt, dem nur noch Nationalsozialisten und zwei Zentrumsmitglieder angehörten. Der Volkstag beschloss die Übernahme des Ermächtigungsgesetzes, und der Senat konnte fortan mit Notverordnungen auch ohne Zustimmung des Volkstages regieren. Als Dienstep Rauschning das Vertrauen entzog, wurde am 23. November 1934 ein neuer Dienstep geführter Senat unter der Leitung von Arthur Greiser gebildet. Durch den besonderen Status der Stadt konnte die Gleichschaltung zwar faktisch vorangetrieben, jedoch nicht formal abgeschlossen werden. In der massiv gefälschten Volkstagswahl im Jahr 1935 versuchten die Nationalsozialisten daher eine verfassungsändernde Mehrheit zu gewinnen, um die bereits ausgehöhlte Verfassung und damit den Senat zu beseitigen und das deutsche Führerprinzip auch in der freien Stadt Danzig einzuführen. Sie erhielten jedoch keine Zweidrittelmehrheit. Während Rauschning 1933/34 als Senatspräsident eine Annäherung an Polen versuchte, blieb sein Nachfolger, Greiser, zum Nachbarland auf Distanz und führte die freie Stadt Danzig in zunehmende, auch finanzielle, Abhängigkeit vom Deutschen Reich. Im Sommer 1939 nahmen die Spannungen zwischen Polen und Danzig abermals zu, nachdem Polen die militärische Besatzung auf der Westerplatte von ursprünglich 88 vom Völkerbund erlaubten Soldaten auf 240 verstärkte und die Zahl der Zollbeamten von 6 auf 110 erhöhte. Die polnischen Zollbeamten verschärften die Kontrollen im Grenzverkehr und maßten sich Befehlsgewalt über die deutschen Zollbeamten an, daraufhin weigerten sich die deutschen Zollbeamten, mit ihnen zusammenzuarbeiten. So kam es zum Zollinspektorenstreit, in dessen Verlauf vom polnischen Generalkommissar Marian Chodaki ein Ultimatum zur Kooperationsaufforderung gestellt wurde, ansonsten werde die polnische Regierung unverzüglich Vergeltung gegen die freie Stadt anwenden. Die polnischen Zollbeamten wurden nun bewaffnet. Tatsächlich drängte Hitler den Danziger Senatspräsidenten, für Entspannung zu sorgen und die Angelegenheit nicht noch mehr zu vergiften, zumal Frankreich und Großbritannien Polen den Beistand in jedem von Deutschland ausgelösten Krieg zusicherten. Ende August 1939 erklärte sich der nationalsozialistische Gauleiter Danzigs, Albert Forster, zum Staatsoberhaupt und verfügte am 1. September 1939 völkerrechtswidrig, nachdem reichsdeutsche Streitkräfte das polnische Munitionsdepot auf der Westerplatte angegriffen hatten, den Anschluss Danzigs an das Deutsche Reich. Der deutsche Angriff auf die Westerplatte wird heute als Beginn des Zweiten Weltkriegs in Europa gesehen. Kulinarische Spezialitäten: Danziger Goldwasser, Danziger Machandel, ein Wacholderschnaps. Museen: Europäisches Zentrum der Solidarność, Europejski Centrum Solidarności.
Museum des Zweiten Weltkriegs, Museum 2 Vojnes v Artovi, Westerplatte Museum, Museum Westerplatte i Vojni 1939. Nationalmuseum, Museum Narodowe v Gdansku. Archäologisches Museum, Museum Archäologischne v Gdansku. Historisches Museum, Museum Historyczne Miasta Gdańska. Rechtsstädtisches Rathaus, Ratus Glonego Miasta. Artushof, Vor Artusa. Abhagenhaus, Dom Opagena. Turmuhrenmuseum, Museum Nauki Gdański, in der Katharinenkirche. Bernsteinmuseum, Museum Wurstdyno, in der ehemals großen Mühle. Festung Weichselmünde, Twierdza Wisłujeżej. Wachhaus Nummer 1 auf Westerplatte, Wotonie Nr. 1 na Westerplatte. Museum der Polnischen Post, Museum Poczty Polskiej. Nationales Maritimes Museum, Narodowe Museum Morskie w Gdańsku, 74. Zentrum für Maritime Kultur, Ośrodek Kultury Morskiej. Speicher auf der Insel Olowianka, Spichlerce na Olowians. Museumsschiff Soldek. Krantor, Brama Zuraw. Weltliche Bauwerke. Krantor. Grünes Tor. Rechtsstädtisches Rathaus. Großes Zeughaus. Artushof. Hof der Sankt Georg Schützenbruderschaft. Zum Lachs. Große Mühle. Altstädtisches Rathaus. Langgasser Tor. Hohes Tor. Stockturm. Lwy Idwor. Festung Weichselmünde. Ankerschmiedeturm. Niedertor, Danzig. Kirchen. Marienkirche, Hallenkirche, Bazylika Mariaka. Dom zu Oliwa, Kathedra Oliwska, Grabstätte von Anton Möller, dem Maler von Danzig. Bartholomäuskirche, Kosciol SW. Bad Lomija. Brigittenkirche, Basilika, Bazylika SW. Brügidi. Johanneskirche, Kosciol SW. Jana. Josefskirche, Kosciol SW. Josefa. Königliche Kapelle, Kaplika Krolewska. Mennonitenkirche, Kosciol Menonito. Katharinenkirche, Kosciol SW. Katarzyni. Nikolaikirche, Kosciol SW. Nikolaja. Peter und Paul Kirche, Kosciol SW. Piotra i Pawla. Trinitatis Kirche, Kosciol SW. Trosi. Weitere Sakralbauten. Danziger Moschee. Neue Synagoge in Langfur, Restsetz. Plätze und Straßen. Frauengasse. Langer Markt. Langgasse. Lange Brücke. Denkmale und Brunnen. Westerplatte Denkmal, Ehrengräber und eine ständige Ausstellung auf der Westerplatte. Denkmal für die gefallenen Werftarbeiter von 1970 vor dem Solidarność-Zentrum. Neptunbrunnen. Zwei Hevelius-Denkmale und der Hevelius-Brunnen in der Altstadt. Denkmal für Günter Grass und den Blechtrommler Oskar in Langfur, Wreszcz, Plak Generala Józefa Wybickiego. Friedhof der nicht existierenden Friedhöfe. Naturnahe Anlagen. Parks und Strände. Festungsgelände an der Modlau, 12 ha. Eco Hevelianum auf dem Festungsgelände des Hagelsbergs. Ronald Reagan Park zwischen Brösen und Gletkau, 200 ha. Park Kuznicki in Langfur, Restsetz. Park Orunski, ehemals Hohne Park, im Bezirk Ora. Oliver Park, Park Oliwski, 11 ha, mit dem Botanischer Garten Oliwa, Ogród Botaniczny w Oliwie. Zoologischer Garten, Miski Ogród Zoologiczny w Breca, im Bezirk Oliwa, 136 ha, gegründet 1954.
Landschaftspark Dreistadt, TPK 20.000 h. Die Großstadt Danzig hat 5 eigene Strände, die mit dem ÖPNV zu erreichen sind. Die beiden ersten haben bewachte Badeanstalten 75. Brösen, Brezno. Seebrücke, Molo, 130 m lang. Heubode, Stogi, mit FKK-Strand. Gletke, Jelitkovo. Bonsack, Sobiscevo. Worde, Sobiscevo Orle. Naturschutzgebiete und Naturdenkmale. 7 Naturschutzgebiete im Bereich des Landschaftsparks TPK. Naturschutzgebiete auf der Bonsacker Insel. Vogelschutzgebiet Ptasirai. 144 Naturdenkmäler. 88 Bäume und Baumgruppen. 2 Bäume an Findlingen. 52 Findlinge und Gesteinsgruppen. 2 Oberflächenobjekte. Tourismus. Danzig ist der Startpunkt des Radwegs Eurovelo 9, Ostsee-Adria-Route oder Bernstein-Route, der von Danzig durch Polen, Tschechien, Österreich und Slowenien nach Pula in Kroatien führt. Die rund um die Ostsee angelegte Eurovelo 10, Ostsee-Radweg oder Hanse-Route, führt ebenfalls durch Danzig. Der Tourismus ist eine wichtige Einkommensquelle mit etwa 1,5 Millionen Touristen jährlich.